Kreuzer, das Glück schien heute irgendwie nicht auf Ihrer Seite zu sein und andere Dinge auch. Nicht unbedingt. Ich denke, dass wir uns in erster Linie selber bewerten müssen und da müssen wir festhalten, dass wir Großchancen nicht genutzt haben. Wir haben unheimlich viele Möglichkeiten, in Führung zu gehen und das war so ein bisschen der Knackpunkt, dass wir nicht in Führung gegangen sind. Dann kommen wir aus einer Standardsituation in Rückstand. Womit ich dann allerdings zufrieden bin, ist die Reaktion nach der gelb-roten Karte, weil wir dann in Unterzahl trotzdem weiter nach vorne gespielt haben und ja, mindestens verdient den Ausgleich gemacht haben. Ich hätte mir gewünscht, wenn wir die 3 Punkte geholt hätten. Sie sind auf Platz 1, sind Rundenmeister, steuern die Herbstmeisterschaft an, alles im Soll. Ja, in erster Linie geht es gar nicht so sehr um die Tabelle, sondern wie wir Fußball spielen und wie wir auftreten. Und da habe ich heute wieder positive Ansätze gesehen. Natürlich müssen wir auch auf Ergebnisse schauen und danach werden wir auch bewertet. Aber in erster Linie geht es in den jetzigen Start noch um die Art und Weise. Und die war bis auf die Chancenverwertung heute in großen Teilen gut. Wie sehr ist das Ziel Aufstieg, was ja bei Ihrer Mannschaft wahrscheinlich sehr klar festgelegt ist, präsent? Ja, das haben wir im Vorfeld gesagt, dass es genau 2 Themen gibt, die wir abarbeiten dieses Jahr. Das zum einen Spieler entwickeln für die erste Mannschaft. Das ist mit einem sehr, sehr großen Liga-Unterschied natürlich schwierig, das wissen wir. Und darüber hinaus wollen wir mannschaftlich erfolgreich Fußball spielen. Das haben wir zu großen Teilen jetzt in der Hinserie geschafft. Und jetzt machen wir uns aber auch keinen Stress, sondern wir bleiben bei diesen beiden Themen und wollen das genauso weiter abarbeiten. Ihr nächster Gegner ist ein Freundschaftsspiel, FV Lörrach Brombach. Was wird es für ein Spiel oder was kann man sich darunter vorstellen? Ja, bei den Testspielen unter der Woche haben wir die Möglichkeit, Spielern auch Einsatzzeit zu geben, die jetzt in der letzten Zeit nicht mehr so sehr zum Einsatz gekommen sind. Wir können auch den einen oder anderen U19-Spieler mit dazu nehmen. Das haben wir in der Hinserie jetzt schon sehr, sehr häufig gemacht und das ist jetzt am Dienstag ein weiteres Testspiel dieser Art. Und der nächste Oberliga-Gegner ist ja der SV Oberachern bei Ihnen daheim. Was wird das für ein Spiel? Ja, es wird auch wieder ein Derby. Ich denke auch, dass es wieder intensiv wird und wir freuen uns aber in erster Linie, dass wir mal wieder zu Hause spielen können, weil wir jetzt sehr, sehr viele Auswärtsspiele auch schon hatten. Und jetzt bereiten wir aber erstmal das Spiel nach und dann haben wir genügend Zeit, um uns auf Sonntag und auf Oberachern vorzubereiten. Herr Preußer, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Dankeschön.